Sieht so aus, als würde ich... Wieso habe ich jetzt einen Schluck auf? Sieht so aus, als würde hier noch jemand wohnen. Wäre lustig gewesen, wenn es an der gleichen Stelle nochmal gewesen wäre. Irgendjemand pflegt den Garten auf jeden Fall, so viel ist sicher. Ah, wer ist das da vorne? Das ist eine Zitrone. Was für eine Frucht ist das? Eine Erdbeere. Sie sehen richtig saftig aus. Ich werde eine kosten. Ich werde gleich kotzen. Nein. Und jetzt... Ah, die sind ja sauer. Wir sind im Garten eines Alchemisten, Maya. Bitte iss hier nichts. Besser ist es. Oh, eine Hinweismünze. Nummer 102. Eine Hinweismünzweise? Ein seltsamer Ort für eine Vase. Die ist da einfach so hingemünzt worden, die Weise. Sie dient anscheinend als Briefkasten. Mehrere Briefe sind sichtbar. Und manche sogar unsichtbar. Oder sichtbar mit unsichtbarer Tinte. Oder unsichtbar mit sichtbarer Tinte. Ja. Ich würde ja sagen, das ist komisch, aber für das Haus eines Alchemisten passt das irgendwie. Nochmal. Da wächst auch eine Pflanze aus der Vase. Ich frage mich, ob das Absicht ist. Nein, das ist Schimmel. Nee, ich kenne keine Pflanze, die Absicht heißt. So, eine war noch, oder? Ah, da. Bling! Und jetzt kommt kein Rätsel. Wetten? Ha. Oh. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Versuch du dein Glück. So ein Zwischending. Ja. Ich glaube eher ein Junge anhand der Kleidung, aber ich bin mir nicht sicher. Verzeihung, die Herrschaften. Bedauerlicherweise werden hier keine Arzneien mehr angeboten. Was habt ihr gesagt? Seid ihr nicht hergekommen, um Arzneien zu erhalten? Ich finde, das Wort Arzneien war schön. Mach das so weiter. Seid ihr nicht hergekommen, um Arzneien zu erhalten? Und du kannst das ja auch machen dann mit dem Schepprechen? Schepprechen? Oh Gott, das wird kompliziert. Schepperachfehler. Oh Gott. Aber nur bei Schippe und Schitte. Schitteen zum Beispiel. Das wäre auch was. Nein, das meinte ich nicht. Nein, deshalb sind wir nicht hier. Wir wollen in dem Vorfall ermitteln, der Herrn de Victoire betrifft. Vergebt mir, wenn ich mich irre, doch. Ihr seht nicht aus wie Ritter der Inquisition. Ich bin Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Und Bäcker. Und Bäcker. Nein, arbeitsloser Bäcker. Oh, da fällt mir was ein. Sowas hier, reden wir nicht drüber. Was? Reden wir am besten nicht drüber. Nein, ich würde mich ganz böse outen, wenn ich jetzt sage, dass ich etwas gesehen habe und das voll lustig fand. Wo in einer Detektiv-Conan-Folge gesagt wurde, hier, wir sind die glorreichen irgendwas, und da wurde das einfach so zusammengeschnitten, da hieß es dann, wir sind die glorreichen Reichen. Was? Das geht genauso mit dem arbeitslosen Bäcker, mit einem arbeitslosen Arbeitslosen. Der hat den ganzen Tag zu tun. Mhm. Womit verdient er wohl seine Brötchen? Nicht mit Backen. Und ihr? Wohnt ihr hier? Mein Name ist... Mein Name ist Jean Erlington. Ich war Butler des verblichenen Meisters der Direktur. Oh, er war der Butler, dann ist er der Mörder. Mhm. Okay, und er ist ein Junge, das ist das Wichtigste. Ja, wobei, bei diesem Namen ist es auch nicht so klar. Dann ist er eben Jean Erlington. Okay, jetzt dann im Ernst, so als würde er, was weiß ich, Robin heißen. Stimmt.
Es sei denn, er hat dann so ein grün-gelb-rotes Wurscht. Grün-gelb-rotes Wurscht? Okay. Kostüm an. Hey, ein Butler! Das ist das erste Mal, dass ich einen echten, lebenden Butler treffe. Naja, Mrs. Erlington, wenn es euch nichts ausmacht, mir wurde gesagt, dass der Fall, der euren Meister betrifft, geheimnisumwoben war. Hat er etwas mit der großen Hexe Arcana, Vegana zu tun? In dieser Richtung ermitteln wir, gegenwärtig. Die große Hexe Vegana? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Sophie den Narrateur verteidigt? Naja, eigentlich, ja, das tun wir. Ihr kennt also Sophie? Das versteht sich von selbst. Das versteht sich. Endlich kommt mal so ein Wort. Jeder in der Gegend kennt sie. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Wir suchen hier nach Schapuren. Zu seinen Lebzeiten hat mir der Meister vermittelt, wie wertvoll es ist, die Wahrheit der Natur zu erforschen. Ich habe mir gleich den falschen Charakter für ausgesucht. Der sagt ganz selten mal Worte, die ich suche. Moment, hier ist es. Dann darfst du den nächsten, den du sprechen darfst. Aber suchen. Da ist eins. Wenn ihr zwei ebenfalls die Wahrheit erforscht, schdünde es seinen Lehren entgegen, nicht mit euch zu kooperieren. Kooperieren, nicht kooperieren. Kopulieren. Ja. Würdet ihr gerne eintreten? Drinnen können wir die Angelegenheit weiter besprechen. Das wäre toll. Danke, Mrs. Erlington. Hoi, ein richtiger Butler. Der ist in Ordnung. Findest du nicht, Nick? Ich stell mir Butler anders vor. Schwarz. Was? Bei Butler muss ich immer an den aus Prinz von Bel-Air denken. Das ist so für mich der Archetyp eines Butlers. Oh, stimmt. Wie hieß der denn nochmal? Jeffrey? Ja. Ja. Entweder das oder Alfred von Batman. Ja. Das sind für mich so die Butler-Prototypen. Hettler. Ja, oder das. Darf ich Ihnen eine Führung anbieten? Ja, Inspektor Chalmy. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse Inspektor Chalmy. Ja, ich auch. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Was ist das für ein Zimmer? Diese Kammer hat Meister Devictor mir großzügigerweise als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Geschattelt. Und wo ist das Zimmer, in dem der Vorfall passiert ist? Die Chateau-Dier-Chateaube des Meisters ist nebenan. Das ist schön. Jetzt müsste wirklich mal so ein Zungenbrecher kommen. Ich finde das jetzt schon anstrengend. Stefan stolpert über Schepitze Steine. Oh Gott. Stefan stolpert über Schepitze Steine. Allerdings wurde sie im selben Zustand gelassen, in dem wir sie nach dem Vorfall vor 3 Monaten vorgefunden hatten. Aus diesem Grunde wird gegenwärtig kein Zutritt zur Chateau. Ich mag dieses Wort nicht. Ich finde das so schön. Gewährt. Oh. Nicht gewährt, was? Kommt die Anweisung rein zufällig von den Rittern der Inquisition? Ja, und da ich von klein auf beim Meister gelebt habe. Wäre jetzt fies, wenn ich sagen würde Maischütter. Maischütter. Menschen bei Maischütterberger. Oh Mann. Hielten Sie es für... Oh. War das mein Handy? Nö. Ich habe nichts gehört, aber ich hatte so statische Geräusche im Lautsprecher gerade. Ach so, ich dachte jetzt, du hättest vielleicht ein Vibrieren im Hintern. Nee. Nee. Hab Vibration heute aus. Ah. Hielten Sie es ebenso für angemessen, dass ich bleibe und die Wohnstätte in Ordnung halte? Ihr habt euch also seit Herrn de Victoires Tod um das Haus gekümmert. Ja, das trifft zu. Ich finde allein wegen der Chateau-Dier-Chateaube.
Chatudier-Chatube. Ja. Allein deswegen war es doch eine richtige Wahl, ihn zu nehmen. Ja, Chatudier-Chatube. Chatudier-Chatube. Aber irgendwas sagt mir, dass dieses Wort Chatudier-Chatube noch oft gesagt werden wird. Nun denn, gibt es noch etwas, das ihr zu Beischeprechen beliebt? Beischeprechen. Ja. Ja, gerne, ne? Aber erstmal suchen wir nach Rätseln. Und Münzen. Keine Münze, ich glaube, da kam keine mehr. Oder nee, stand nirgends da, ob hier noch Versteckte sind, ne? Nö. Der Boden ist versenkt, das große Feuer, doch das Haus des Alchemisten nicht verschont. Ah, das große Feuer, nicht das kleine Feuer. Mhm. Wieso sind dann nur hier Brandspuren? Erlington hat vielleicht eine Kerze fallen gelassen. Ja, das wäre möglich. Irgendwie ist mir kalt. Mach mal Heizung an. Ist das eine Minibar? Was ist denn mit dem ganzen Fläschchen? Moment. Wie fing das an? Oh Gott. Ich krieg grad den Anfang nicht hin. Ich weiß nicht, womit das... kleine Jäger, weißt du. Eisgekühlter Bommerlunder. Nee, Moment. Wie war denn das hier nochmal? Ei, verboten. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Mathieu, Werner, Brandenbrein. Irgendwas mit Underberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Keller, Gäster, Scharlachberg und Doppelkorn. Das Ganze jetzt nochmal von vorn. Das war Otto, oder? Ja. Ja. Aber wie fing denn das an nochmal? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Dim. Konnte ich diese Otto Sketche nie so wirklich auswendig? Nee. Also dieses Lied, das ist... Nicht so wie die von der Bulli-Parade. Also ich weiß, ja genau, bei der Bulli-Parade ist mir auch mehr hängen geblieben. Mhm. Mit der Pumpgun auf zur Bank, ja. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Eine meiner Lieblingssketche, die es je gab, das kann niemand nachvollziehen, ist der, wo Frau Schnürlein, hieß sie, glaube ich, auf dem Rasenmähertraktor saß und ihn nicht mehr anhalten konnte. Und dann hat sie zum Tower gefunkt und der Tower hat dann jemanden zur Rettung geschickt und dann sagt sie auch irgendwie sowas wie, ja, wo ist denn ihr Mann überhaupt? Naja, der kann jetzt auch nicht helfen, weil der ist auf Kur. Ich weiß nicht wieso, ich finde das unglaublich lustig. Oh Mann. Maja, trink das nicht. Wer weiß, was dieser Alchemist für seltsame Mischungen in den Flaschen hat. Den kleinen Da war noch eine Münze auf dem Schreibtisch. Ich weiß, aber ich will erstmal das unten sehen. Bücher und Dokumente. Ja, das kennt man von dir. Ja. Bücher und Dokumente sind in den Regalen verstaut. Erlington ist wohl sehr ordentlich. Vielleicht kann mir... Jean! Jan! Die Kamikaze-Diebe. Vielleicht kann mir Johannes etwas über die Alchemie beibringen und dir, wie man in seinem Tisch aufräumt, Nick. Okay. Da war ein Inn zu viel in meinem Satz. Macht nix. Eine Münze, die ist lustig. Eine Münze, die ist schön. Hatten wir eigentlich jetzt alle Münzen dadurch? Ich glaube, es waren drei. Bin mir aber nicht sicher. Ich auch nicht. Naja, wir würden es ja dann sehen, wenn wir wieder... Herr Professor, ein Fenster! Springen wir! Essen wir es! Die Stadt ist dort drüben, in der entgegengesetzten Richtung vom Glockenturm. Ein Ausblick wie dieser lässt Hexen und Mord gleich vergessen einen. Wieder kein Rätsel. Puh. Hätten die das Gespräch auch einfach weitermachen können. Wie soeben erwähnt, weiß ich nur sehr wenig über diese Angelegenheit. Genau genommen wäre es möglicherweise besser, die Inquisitoren zu fragen. Eines kann ich euch jedoch sagen, nämlich was vor dem Vorfall geschah. Nee, da funktioniert das nicht. Was vor dem Vorfall geschah? Ja, vor 3 Monaten, etwa zu der Zeit, als Meister Direktor getötet wurde. Hm. Wir hatten Proben. Warte. Das wird vorgelesen sogar. Als auf dem Rückweg ein Gewitter aufzog und es näher kam, eilten wir unverzüglich heim. Wie klingt der? Also eigentlich, ich glaube, es ist eine Frauenstimme. Naja gut, aber wenn es ein Kind ist, ist es vermutlich eine Frauenstimme. Ja. Mal weiter. So wie wenn ich Kinder spreche, ich bin auch eine Frau. Wie, war's das schon? Oh nein.
Ein chinesisches Feuerwerk. Feuer.